Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Sea of Stars. Jo, heute war es dann soweit. Heute am 29.08. ist das Game erschienen, ist jetzt auch im Game Pass erhältlich, ist glaube ich auch im PS Plus Abo mit drin und so weiter und kann für 35 € Stand heute erworben werden. Die ersten Rezensionen zu dem Game sind auch schon da. Und die sind allesamt sehr, sehr positiv, alle so im 8 von 10, 9 von 10 Bereich, richtig nice. Jo, und jetzt sind wir hier im Startbildschirm und legen direkt mal los. Wir haben halt hier für die Leute, die vielleicht jetzt hier reinschauen, wir haben hier halt so ein Japano-Taktik-Rollenspiel auf alter Machart, so vom Grafikstil so ein bisschen Secret of Mana oder altes Mystic Quest so mäßig. Und ja, hat sehr, sehr coole, frische Ansätze. Und dazu habe ich ja schon was in der letzten Folge gesagt. Da könnt ihr gerne reinschauen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach, weil ich richtig Bock habe. Ja, wie gesagt, hat super Tests bekommen. Scheint wohl echt ein tolles Spiel zu sein. Gucken wir mal hier Optionen, Deutsch, bla. Ja, sonst eigentlich nichts Besonderes, denke ich mal. Gut. Ah, okay, hier kommen noch neue Dinge, die wir noch gar nicht kennen. Lager aufschlagen. Okay, alles klar. Okay, gut, da gucken wir einfach mal rein. So, wir können nach wie vor unseren Helden hier auswählen. Sea of Stars hat zwei Hauptcharaktere. Wähle aus, wer die Gruppe anführen soll, Valere oder Zale. Zale ist halt hier, sag ich mal, Sonne und ja, sieht man ja auch im Hintergrund. Zale ist Sonne und sie ist Mond. Gut, alles klar, da holen wir unseren Zale. Können wir eh immer jederzeit tauschen. Ich hole jetzt einfach den Typen. Willkommen in den großen Archiven, Abenteurer. Ich schätze, eure Neugier hat euch hergebracht. Was für Dialoglautstärke eigentlich konnte ich da in den Optionen einstellen? Das wundert mich ein bisschen. Zweifellos eine wichtige Eigenschaft. Ich bin der Archivar, ein Unsterblicher und ein Alchemist. Doch, das wisst ihr vielleicht schon. Nee, ich bin noch nicht im New Game Plus. Alles gut. Nachdem ich Jahrtausende damit verbracht habe, die vielen Ereignisse in zahllosen Zeitleisten zu dokumentieren, kam ich her, um nachzudenken. Als ich über die Geschichten in diesen Büchern und Schriftrollen sinnierte, hatte ich jüngst eine Erleuchtung. Es scheint, dass ich in meiner Eile genau das übersah, was ich eigentlich finden wollte. Ich möchte daher eine besondere Geschichte aufgreifen, eine, die bezeugt werden muss. Und sollten die Nebel der Zeit eine leichte Änderung erlauben, hoffe ich, dass der einst dargebotene Hoffnungsstrahl aufleuchten könnte. Also geht heute Nacht mit mir, auf dass wir gemeinsam eine Abenteuerlegende erkunden. Eine von Magie und List, von Freundschaft und Wunder, doch vor allem eine des Heldentums, eine, die, so glaube ich, wertvolle Einblicke für die Suche nach einer Erlösung für die Qualen des Flashmancers bietet. Nun fühle ich mich bei all diesen Zeitleisten und ihren subtilen Variationen ein wenig verloren, doch ich weiß genau, welcher der perfekte Ausgangspunkt ist. Mal sehen, was wir hier finden. Ah ja, unsere Geschichte beginnt in einer Welt, die der Flashmancer vor Generationen aufsuchte. Dort verursachte er Chaos und hinterließ ein Mal, das immer noch wirkt. Irgendwo auf Evermist Islands oder Island machen sich zwei tapfere Kinder der Sonnenwende auf den Weg, um einen unsterblichen Geist zu treffen. Um zu Kriegern der Sonnenwende zu werden zu können, müssen sie lernen, wie man Magie nutzt, ohne sie einzusetzen. Die Magie ist in dir. Du bist die Magie. Oder so. Da sind sie, die Kinder. Da laufen sie im Ladescreen rum. Gebirgsfahrt. Na bitte, wir haben den Gebirgsfahrt erreicht. So weit, so gut. Der Älteste des Nebels lebt hier also irgendwo, hm? Denkst du, das ist eine weitere Prüfung? Könnte sein, aber besser als in der Akademie rumzusitzen.
und zu nähen. Ha, ja, ich bin wirklich froh, dass das vorbei ist. Strengt euch an, wenn der Wille, den ihr hineinwebt, was? Denn der Wille, den ihr hineinwebt, wird eure einzige Verteidigung in Zeiten größter Not sein. Ich zitiere. Zwar mögen euch die Lektionen überflüssig erscheinen, doch etwas tief in eurem Innersten ist zu lernen gewillt. Hey, die Sonne wird bald untergehen. Wir sollten langsam ein Lager errichten. Da oben ist ein schöner Platz. Teilen wir uns auf und suchen nach einem guten Platz. Zeit, sich mal umzusehen. Nichts wird mich aufhalten. Nichts wird mich aufhalten mit mehr Enthusiasmus und so. Gut, und hier sind wir jetzt im Game. Wir haben noch keine Skills. Wir sind noch irgendwie ein junger Sail. Das habe ich auch irgendwie gesehen. Ja, und können jetzt halt hier angreifen. Der Gegner greift in einer Runde an. Gut, alles klar, machen wir dann mal. Ah, und das Timing habe ich verbockt. Er ist verwundbar gegen diese Angriffe. Ah, und parieren kann ich eigentlich auch noch nicht anscheinend. So, jetzt müssen wir zweimal Schwertangriffe und Kraft 100%. Ah, das wird jetzt angezeigt. Oh, cool. Oh, cool. Also, die nächste Attacke schlägt mit 100% Kraft ein. Und das kann ich jetzt reduzieren, indem ich ihm halt hier diese Attacken da gebe. Das werden wir wahrscheinlich jetzt sehen oder auch nicht mehr sehen, aber man hat kurz gesehen, wie es, glaube ich, auf 93% runtergedroppt ist. Ja, die haben schon coole Ideen und das wurde auch in den Tests echt auch erwähnt, dass das Kampfsystem cool wäre, die Geschichte wäre cool, der Umfang wäre, glaube ich, 25 Stunden oder sowas. Weiß ich auch nicht, ob das wirklich stimmt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder ich muss andere Tests nochmal dazu hören. Ja, also das war ja mein großes Fragezeichen, wie ist der Umfang, aber der scheint schon cool zu sein, auch wie es hier beginnt mit noch Tutorial-Gebiet und hier irgendwie, wir sind noch kleine Bubbies und so. Brugraves hatte recht, Brugraves, gegen die kämpft es sich schon leichter. Mal sehen, wohin das führt. Gut, dann brettern wir mal hier hoch. Was steht da? Klettern, springen. Da oben ist ein Lagerplatz, da können wir eine Leiter runterdonnern. Nice. Gut, los geht die Party. Und dann kommt irgendein Stier angeflogen. Da machst du nix. Na cool, das hatte ich auch in so einem Video gesehen. Cool, dass die hier nur die Anfangssachen eigentlich gezeigt haben. Also wir können echt gespannt sein, was uns noch in dem Spiel erwartet. Ja, anscheinend kann ich das Timing noch gar nicht. Ah doch, doch, ich sehe es gerade. Parieren kann ich. Autsch, zäher Typ, was? So, was geht jetzt ab? Versuchen wir das. Skills, genau. Mit Sonnenball können wir was machen oder heilendes Licht. Nö, Sonnenball, aber da die Kraft ist immer noch 100%. Egal, machen wir. Halte A für die Kraft, so ist es. Jawohl. Schön reingeballert. Sail, was gefunden? Nee, noch. Ah, doch, da oben. Jo, alles klar, du bist da. Nur eine Sackgasse und du? Nichts Nennenswertes, aber der Weg hinauf führt bestimmt hier durch. Die Sonne geht unter, komm rüber, ich mache ein Feuer. Komme sofort, hab schon Hunger auf Tomatensandwichs. Ah, und da hängen auch schon so Dinger rum, die man wahrscheinlich pflücken müssen. Ah, krass, fühlt sich echt nochmal anders an wie die Demo bisher. Warum auch immer. Es gibt kein Zurück. Jo, gut, alles klar, bleib locker. Ich wollte nur mal gucken, was da ist. Wir sammeln natürlich fleißig ein, wenn was am Wegesrand ist oder so, aber bis jetzt nicht, außer ein Vogel, der wegfliegt. Das habe ich ja in der Demo gezeigt, dass das recht wichtig ist, dass man das auch gut gegen Gold dann verkaufen kann und so. Oh, wir müssen durch eine Höhle. Das ist uncool. Und da ist eine Pflanzenschnecke. Da macht man nichts. Hey, krass, die haben echt nur Sachen aus dem Anfangsgebiet hier gezeigt, weil das hier habe ich auch gesehen, wo der da hochklettert und so. Oh, krass, da bin ich gespannt, was alles noch kommt. Wir können später noch mit dem Schiff da rumschippern und so. Ich wollte dich eigentlich von hinten angreifen. Bleib mal locker. Ja, wir werden irgendwie immer voller Energie aufgeladen. Timing? Na gut, man sieht es jetzt nicht, wann das Timing richtig ist. So, hier können wir nochmal mit Schwert angreifen und mit Hammer sozusagen. Also mit hier, Kraft 75%. Und jetzt können wir noch einen Skill reindonnern, weil wir haben ja Skills ohne Ende, MP-Punkte und so. Halten für Kraft. Ja, und wenn ich von Timing rede, man muss irgendwie vorm Einschlag auf den Gegner oder wenn der Gegner auf einen selbst einschlägt, dann im richtigen Moment A drücken, also die Angriffstaste drücken.
Und dann reduziert sich der Schaden oder wird erhöht. Und da gibt es später so Relikte, das kann ich jetzt noch gar nicht auswählen. Da gibt es später so Relikte und mit denen sieht man dann, ob man perfekt getimed hat oder nicht. Ach krass, dass die Gegner so interaktiv da durch die Welt brettern. Valere, da ist irgendwie noch ein Stier, der irgendwie in den Büschen rumhupst. Und ich wollte doch Tomaten pflücken. Ha, nicht so lustig wie dein Gesicht, als du zum ersten Mal einen Sonnenball zerschmettern wolltest. Oh, ich hörte den Direktor immer noch lachen. Oder ich höre den Direktor immer noch lachen, wie gesagt, egal ob ihr im Unterricht aufmerksam seid oder leichtsinnig Geschosse mit der offenen Handfläche schlagt, ihr werdet die erste Regel der Sonnenmagie erlernen. Jo. Na gut, du hast gelernt. Oh ja, hier hat ein Versuch gereicht. Vermisst du die Zeit manchmal, vor der Ausbildung einfach nur Kind sein, Tagträumen, in Schwierigkeiten geraten? Oh ja, das war schon manchmal geil. Und Fehler machen. Klar, und den ganzen Tag Fußball zocken und so. Tut mir leid, Valere, ich wollte nicht. Und Fußballmanager zocken? Schon gut. Ich verstehe, wieso er nicht mit uns kommen wollte, nach allem, was passiert ist, nur... Er hätte sich verabschieden können, weißt du? Nach 10 Jahren ohne ihn, nur um zu wissen, dass es ihm gut geht. Und ob wir immer noch Freunde sind. Wieso mussten wir überhaupt so vorschnell sein? Ach, geil. Was, geil? Okay, geil, werden wir wohl noch sehen. Der Koch, vor 10 Jahren im Dorf Mooncradle. Ach, jetzt sind wir erst die jungen Bubis. Das waren, da unten sieht man sogar. Ach, cooles Detail. Habt ihr das gesehen? Sehr schön. Ach, ich dachte, das wären schon die Bilder. Das ist schon ein bisschen, finde ich schon ganz lustig. Meine Waffe muss jedenfalls ordentlich reinhauen. So richtig viel Damage machen wie Monty bei Dauntless. Ich werde eine schnelle Waffe wählen. Jo, alles klar. Niemand wird uns aufhalten können. Ich bin der Koch der Gruppe. Denkt an all die Wunder, die wir finden werden, nachdem wir Evermist Island verlassen haben. Ich möchte den Schläfer sehen. Was ist das? Habt ihr noch nie vom Schläfer gehört? In der Legende ist er eine Schlange, die seit einer Zeit... Ah, und das wurde auch noch erwähnt in den Tests, dass die Dialoge, oder das hatten wir auch in der Demo, dass uns später am Lagerfeuer so eine Dame begleitet und die haut dann so Geschichten raus und die wären tatsächlich auch wichtig für die Story oder würden sich da einweben. Und ich hatte ja schon die Vermutung in der Demo, weil dann sagt die irgendwas von wegen irgendwann, wenn der Mond so und so steht, ist irgendein Stormcaller und Achilles oder wer auch immer, ist da irgendwie auf den Meeren und so. Und das klang sehr nach Secret Boss, wenn man irgendwie zum richtigen Moment an der richtigen Stelle ist. Jo, in der Legende ist er eine Schlange, die seit einer Zeit, die noch nicht einmal vor erfahrenen Historikern dokumentiert wurde, um einen Berg gewunden schläft. Ah ja, okay, gibt's nicht. Doch, in der Demo. Allerdings, und er ist wahnsinnig gefährlich. Aber keine Sorge, er wird nicht erwachen. Wieso nicht? Offenbar hat der Berg Löcher. Der Wind, der sie durchströmt, erzeugt eine Melodie, die ihn schlafen lässt. Wow. Das würde ich auch gerne sehen. Die Glocke. Erlina und Bookgrave sind zurück. Schnell, vielleicht können wir sie abfangen, ehe sie die Akademie betreten. Ja, das sind die Speicherorte. Wunderbar, unser erster Speicherort im Spiel. Oh, jetzt haben wir auch nur 3 Speicherplätze. In der Demo hatten wir viel mehr. Warum? Mooncradle. Keine Ahnung, vielleicht schaltet man das auch frei oder so. Oder hat irgendeine Bedeutsamkeit. Keine Ahnung. Das ist aber auch geil, jetzt mit den kleinen Stinkern da rumzurennen. So, gut. Dann sehen wir uns die Story hier noch von vor 10 Jahren an, was da los war. Nee, hallo, hoch. Genau. Da ist irgendein Typ. Na komm, da gehen wir mal zum Typ. Mal gucken, was der will. Typ Dame, Dorfbewohner, hallo Jünglinge, spielt ihr wieder in dieser kleinen Höhle da unten? Das ist gefährlich, passt auf euch auf, hier ist ein Secret, ich seh's, wo? Das muss man sagen, da haben sie schon ab und an so Secret-Bereiche eingebaut, jetzt wahrscheinlich nicht hier im Tutorial-Gebiet und genau in dem Moment, wo ich es sage, ist es wahrscheinlich so. Diese Feldfrüchte sind unsere Hauptnahrungsquelle, es ist harte Arbeit, aber wenn wir täglich zusammen essen, erinnere ich mich wieder, dass es die Mühe wert ist. Oh, super.
Auf geht die Party. Da ist noch so ein... Okay, noch so ein Haus. Da sind wir jetzt wirklich in so einem kleinen Dorf da gelandet. Ich hoffe, ihr steckt nicht wieder in Schwierigkeiten. Nö, 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 Papa, ich muss los. Tschüss. So. Oh, was ist jetzt los? Hey, wartet. Brewcraves, oder wie du auch immer heißt. Da seid ihr ja. Spielt ihr wieder in euren geheimen Versteck? Wir haben trainiert. Ich denke, ich kann jetzt Magie verwenden. Wirklich? Dann lass mal sehen. Boah! Komm näher, Sale. Öffne deine Hand und konzentriere dich. Gib mir den Sonnenball. Voll geil. Was ist mit dir, Valera? Hast du auch trainiert? Mhm. Sind das jetzt unsere Vorfahren oder was? Unsere Magietypen, Lehrer, die uns hier unsere Magie weitergeben. Sonne und Mond. Jeden Tag. Ich wette, ich bin mittlerweile stärker als du. Haha, da bin ich sicher. Komm schon her. Ja, ja. Wow, immer langsam. Wenn ich umkippe, kann ich dem Direktor nichts berichten. Das war der Hammer, Sale. Du hast es geschafft. Krieger der Sonnenwende. Direktor Moraine, wenn ihr eure Pflichten als Babysitter erledigt habt, würde ich gerne euren Bericht hören. Herlina. Und Brewcraves, sofort, Direktor. Können wir mitkommen? Ihr wollt nicht wirklich in die Zenith-Akademie, das könnt ihr mir glauben. Gehen wir, Brewcraves. Hey, der Vollmond steht am Himmel. Er hat recht. Wollt ihr wieder zur verbotenen Höhle gehen? Haben wir schon versucht, ich kann sie nicht öffnen. Ja, aber letztens haben wir doch beschlossen, dass die Rune durch den Vollmond vielleicht feinfühliger wird. Es wird sicher funktionieren. Moraine wird beeindruckt sein und euch beide sofort in Ausbildung nehmen. Und dann dürfen wir diese Insel endlich verlassen. Ganz sicher. Was, wenn er sauer wird und unsere Ausbildung stattdessen aufschiebt? Nein, sicher nicht. Nun, das besprechen wir, nachdem ich sie geöffnet habe. Wenn ich sie öffne, meine ich. Also gut, los geht's. Und jetzt verlieren wir Mooncradle. Und jetzt verlieren wir Gal, oder was? Keine Ahnung. Das werden wir sehen in der nächsten Folge. Ich wollte jetzt mal so einen kurzen Einstieg machen. Ich werde heute noch mehrere Folgen hochladen, was das Game angeht. So die ersten 1-2 Stunden da mal so zeigen. Und yo. Also der Eindruck der Demo verfestigt sich, muss ich sagen. Wirkt auf mich sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Rezessionen waren sehr, sehr gut. Wenn einen den Grafikstil nicht abschreckt. Aber man merkt, dass viel Liebe zum Detail drin steckt. Zumindest mal hier am Anfang. Auch was die Steuerung angeht. Auch wie die Helden sich hier steuern lassen. So blöd das klingt, wie sich das anfühlt. Das ist schon ganz geil irgendwie. Gerade dort sind so auf Oldschool gemachte Games oft nicht so gut, weil sie dann sehr, sehr hakelig werden oder sowas. Und hier ist das alles sehr, sehr fluffig, wie sich das steuert und so. Das nur mal so dazu, bla bla. Und auch die Story und manche Nebendinge gefallen mir schon ganz gut. Also so Nebenkommentare und so finde ich schon ganz cool. Ja, und da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann, haut rein. Ciao.